Willkommen zurück bei Risen. Wir haben jetzt Vasili noch mit im Gepäck, haben ihn ja kurz vorher noch getroffen und sind jetzt mit ihm auf dem Weg zum ersten Grab. Ja, er arbeitet für Romanov. Wir haben ihn dabei erwischt, wie er uns beschattet hat. So ein dicker Kerl, der einfach mal so blöd in der Gegend rumsteht und sich keinen Millimeter bewegt. Gute Arbeit. Ja, und dafür hilft er uns jetzt. Whatever, ist egal. Oh ja, vorne sind es Ruinen. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, wir mussten da oben irgendwo hin. Ja, gucken wir gerade mal nochmal hier oben. Denn... Na, ich glaube, das führt zum selben Weg jetzt erst einmal. Ich möchte mich jetzt erstmal das Grab finden. Und mehr noch nicht großartig. Denn wir hatten jetzt sehr, sehr viel Auto-Action in den letzten Videos. Also mit viel sinnlosem Rumgelaufen. Habt ihr es da hinten gesehen? Oh nein, da sind die Viecher. Oh, Dreck, die kennen wir doch noch. Mal schauen, wie hart die jetzt sind. Ja, zu zweit auch wieder eine gute Sache. Okay, gut, dass Vasili dabei ist. Der kann seinen Job hier perfekt übernehmen, nämlich Ablenkung. So, hier würde es weiter runtergehen, aber da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Ah, lass mich kurz einen Blick auf die Karte werfen. Erst die Frage, ne? Wo wir genau hin wollen. Ich glaube, wir wollen hier lang, auch wenn hier die bösen Gegner sind. Oder ist das eine Höhle? Sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Speichern wir gerade mal ab. Die waren fies. Oh, das weiß ich noch. Die waren fies. Ja, die Grabbotten sind harmlos, aber die Dinger... Los jetzt. Die sind kacke. Genau, geh du mal voraus hier. Nein, nicht beide auf einmal, ey. Panzergrille. Ja. Greif an. Yes, geht doch. Das Vieh ist erledigt. Das sieht doch gut aus. Es läuft. Der nimmt sich auch Tränke. Ja, sehr, sehr geil. Also, ihr seht selber, unsere Gesundheit ist nur bedingt runtergegangen. Und wir haben richtig viel Schaden gemacht. Also unsere neue Ausrüstung, man merkt sie. Man merkt sie wirklich stark. Und die Level, die wir verteilt haben. Gott sei Dank. Finde ich gut. Wenn wir gegen die jetzt schon mal eine Chance haben, das ist sehr, sehr wichtig. Geschicklichkeit plus 3. Ja, gut. Ja, warum nicht? Warum nicht? So. Und da wir genug Tränke haben. Haha, herrlich. Wir haben auch viele Spruchrollen mittlerweile, die uns heilen können. Die auch nur wenig Mana verbrauchen. Die heilen zwar jetzt nicht so extrem viel, klar. Aber es ist okay. Ah, da ist eine Höhle. Ich erspähe gerade nichts. Schauen wir erst einmal hier. Was kann ich da nicht? Ich kann darüber springen, oder? Ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen. Und er kann auch springen. Herrlich. Okay. Da sind Ruinen. Hm, nett. Nochmal 95 Gold. Da sage ich nicht nein. Ist das jetzt hier schon der Platz, wo wir sein müssten? Hm. Die Stelle, sieht das aus wie so eine Buddelstelle? Eigentlich ja nicht, ne? Hm, 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 hm. Irgendwo hier. Hoppla, falsche Taste. Hm, da unten ist was zum Buddeln. Dafür müssen wir aber runter. Ist das der richtige Weg? Das ist der richtige Weg anscheinend. Und mich packt schon wieder der Reiz hier, mich auch mal da komplett umzusehen und den Weg ganz, ganz lang zu gehen. Aber, ja, ich mag erstmal so ein bisschen questen und das nicht komplett vernachlässigen. So, namenloser Pirat. Okay, ja, ich glaube, wir sind fündig geworden. Sonstiges, Schaufel. So enden wir alle, Mann. Hier ist was vergraben. Schatz Nummer 1 erhalten. Haben wir da vielleicht noch was anderes Nettes dran? Oder nur den Hinweis? Ich fände es gut, wenn da auch noch Kleinigkeiten drin wären. Und wenn es nur ein paar Tränke sind. Fände ich sehr gut. 400 Gold. Okay. Wie ich sehe, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Sehr gut. Dann sind wir unserem Schatz einen Riesenschritt näher gekommen. Was heißt hier unserem Schatz? Für mich ist noch nicht klar, wer sich den Schatz am Ende teilen wird, Freundchen.
Ja, ja, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, glaub mir. Wie auch immer, mein Job hier ist ja wohl erledigt. Ich gehe da mal. Wir sehen uns. Tschüss. Ah, und hier hinten ist was. Und wenn wir hier auf die Karte gucken. Ja, hier wäre eine Ruine und hier würde es weiter lang gehen. Hinten wäre auch noch irgendetwas. Aber mag ich gerade ehrlich gesagt nicht so machen. Grab, verdammt, hier waren wir doch. Ich wette, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir und haben aufgeräumt. Gar nicht so lange her. Vor ein paar Parts. Ach, Skelette. Nee, wir lassen da Ruinen erstmal Ruinen sein. Ich möchte mich wirklich erstmal um die Quests kümmern. Wir werden noch so viele Möglichkeiten haben, vom Weg abzukommen. Keine Sorge, also das wird passieren. Das wird auf jeden Fall passieren, da habe ich gar keine Zweifel dran. Im Moment bewegen wir uns erstmal so dahin. Apropos, bewegen. Moment, wir könnten uns doch... wenn wir uns porten... Nee, ist auch nicht unbedingt schneller. Nee. Nö, ist auch nicht schneller, wenn wir uns porten. Da können wir auch zu Fuß gehen. Ja, laufen wir einfach rüber. Also hätten wir uns zum Banditenlager porten können und wären dann da lang gegangen, aber das bringt uns absolut gar nichts. Naja, dann holen wir uns noch fix den zweiten. Unter Rudolfs Ordenskriegerlager. Da ist noch einer. Also unter, ne? Südlich halt. Südlich von dem Lager auf der Karte gesehen. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie kommen wir da hin. Da werden wir wohl einfach mal mitten rein in die Wildnis müssen. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Und dann schauen wir uns da noch ein bisschen um. Ja. Okay. Das klingt immer so, als kommt dann gleich irgendwas. Ja, und da müssen wir, glaube ich, mitten rein. Also, ja. So. Hier das Ding. Und ich glaube, der Rudolfs Lager war hier. Ist die Frage, kommen wir auch von hier dahin? Das wäre natürlich noch besser, weil hier war die Ruine am Anfang. Wir könnten auch einfach hier den Weg lang und dann über die Höfe dann da rein. Machen wir das mal. Ja, probieren wir das einfach mal. Ich bin mir jetzt auch überhaupt nicht sicher. Weil wenn wir jetzt hier lang gehen, dann dürfen wir wieder kämpfen. Klar, was erfahrungsmäßig natürlich sehr nett ist. Also wortwörtlich für die Erfahrung. Aber ansonsten, ja, mein Gott, Wolf, ne. Ansonsten jetzt nicht so spannend. Was für ein Hof war das denn? War das der Hof von denen hier? Tatsache. Der Bauernhof ganz am Anfang, wo wir waren. Ah, Berge. Das gefällt mir nicht. Ha, wir hatten aber eine Höhle, das weiß ich noch. Eine Höhle, da war irgendein Wolf hinter dem Lager und da kommen wir durch. Ja, das weiß ich noch. Und da werden wir dann auch so da durchkommen. Ich glaube, die Höhle war entweder auf der Seite oder auf der. Aber da kommen wir hin. Ja, ganz ausgezeichnet. Wir könnten auch mal wieder mit dem reden, ne? Wäre an und für sich auch mal eine gute Idee. Vielleicht hat er uns da noch was zu sagen. Mensch. Ich glaube, was haben wir denn hier gemacht? Wir haben Kürbisse, glaube ich, gesammelt ganz am Anfang. Tristan war es, glaube ich. Ach, der will nur handeln. Nee, komm, geh weg. Bitte geh weg von mir. Ach ja, Wölfe. Und Keiler und alles. Ja, ja, ja. Machen wir die Keiler gerade auch noch fix weg. Komm, wenn wir schon hier sind. Auch wenn sich die Keiler jetzt nicht mehr so wirklich lohnen. Egal. So, entweder war die Höhle da hinten oder hier lang. Hier geht's irgendwo hoch. Zu einer anderen Höhle. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Das ist nicht das, was ich meine. Nee, dann gehen wir erstmal den anderen Weg. Ich weiß, ich bin an der Pflanze vorbeigelaufen. Ich hab's gesehen. Ach, verdammt. Gerade die Mana-Pflanzen brauche ich nicht. Wir sind eben an so einer Heilpflanze vorbeigelaufen. Ja, hier, so eine. Die würde ich ja schon gerne alle noch mitnehmen. Und dann wären wir theoretisch auch gar nicht mal so weit von Cyrus entfernt. Oh, Blut. Genau, hier waren wir drin. Die Kiste haben wir mit Sicherheit geplündert. Ja, genau. Das ist gut. Und dann sind wir durch die Höhle durch und am anderen Ende der Höhle waren Wölfe oder ein Wolf, was auch immer.
Keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ui. Schöne Effekte. Tja. Wo ging es hier lang? Ach ja, neue Gegner gibt's hier auch. Natürlich. Neues Kapitel, neue Gegner. Ja, das ist der richtige Weg hier. Ich hoffe, wir kommen von hier jetzt auch dahin, wo wir hin wollen. Jetzt sind wir auf der Seite und da ist ein... Das ist die Vulkanfestung. Verdammter Mist. Das ist nicht richtig. Also müssen wir doch den einen Weg da hinten lang. Ja, ja. Also, selbst wenn man sich auf die Quest beschränken möchte... Man ist trotzdem viel draußen unterwegs. Und ich muss sagen, ab diesem Part hier finde ich Risen auch deutlich spaßiger als ein Großteil des ersten Kapitels. War natürlich auch nicht schlecht, aber gerade so dieses durch die Wildnis laufen, auch wenn es hier noch wieder so ein bisschen planlos ist, finde ich sehr gut. Finde ich sehr unterhaltsam. So, da hinten war aber noch ein Keiler. Aber gucken wir erst einmal hier... Da sind Skelette. Ach ja, wir sind jetzt hier an der Brücke, östlich. Genau. Wir wären jetzt sogar in der Nähe des Osttempels fast, wenn wir da weiter lang gehen würden, was ich aber gar nicht will. Was gibt's denn hier oben sonst noch? Nö, außer natürlich wieder eine riesen Wolfsarmee. Gut, die normalen Wölfe sind jetzt kein Problem. Nächstes Level Up, das ist doch der Wahnsinn hier. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Maximalstufe gibt. Wahrscheinlich gibt es wieder so eine maximal mögliche Stufe, so von wegen ein EP, die man bekommen kann. Da das Ganze natürlich blind ist, ist das natürlich nicht optimal, was das Leveln betrifft. Also ich denke, wenn man es wirklich optimal machen würde, dann würde man im ersten Kapitel erstmal alle Monster auf der ganzen Insel umklatschen. Soweit es denn wirklich geht. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und dann erst das nächste Kapitel starten und mit neuen Gegnern. Klar, das werden wir hier natürlich nicht haben. Das geht einfach nicht in einem Blind Run. Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Ich denke, wir sind trotzdem relativ gut dabei. Wir sind ja Stufe 14. Ja, Stufe 14, das ist in Ordnung. Lass mich kurz überlegen, was möchte ich denn als nächstes machen? Ich würde gerne Schlösser knacken, den nächsten Rang haben, in der Hafenstadt. Ja, von Delgado. Das wäre für 5 Lernpunkte mein Hauptziel erst einmal. Und irgendwo auch gerne Taschendiebstahl, wenn das da irgendeiner kann. Ja. Lass mich kurz hier noch was gucken. Okay, hier ist gar nichts. Vergiss es. Und auf jeden Fall Taschendiebstahl. Der nächste Schwertrang wäre natürlich auch sehr, sehr nett. Klar, aber jetzt nicht unbedingt so wichtig. Also, da könnte man auch endlich mal wegen anderen Sachen schauen. Wir sind, was Schwert betrifft, sehr gut dabei. Ein bisschen Stärke hier und da, klar, aber im Moment geht's. Also, wir schlagen uns im Moment ziemlich gut. Kommt natürlich auf die Gegner an. Wenn dann noch dickere Gegner kommen, klar, dann sieht es wieder anders aus. Logisch. Aber ich finde, das passt im Moment alles gerade noch. Oh. Aber Taschendiebstahl muss auf jeden Fall sein, die nächste Stufe. So. Na ja, pack das Ding weg. Und pack das Schwert jetzt nicht wieder aus. Ach, macht's doch. Okay, ist ja an und für sich nett, dass er es automatisch rausholt. Im Kampf würde ich sonst nur fluchen, weil er es nicht macht. Doch, doch, das passt schon. Ist das... Ah, das... Nee, okay. Das sah nur so aus. So, ich hoffe mal, dass der Weg jetzt hier auch richtig ist. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nope. Dass wir hier jetzt den Weg nach oben durchgehen und lang gehen. Und dass wir dann... irgendwie dann dahin kommen. Ich glaube es irgendwie gerade nicht. Ich glaube, es ist auch falsch. Das ist ganz... Wölfe, geil. Komm, machen wir die noch fix. Ist egal. Ja, greift mich doch 5-mal hintereinander an, ey. Na gut, waren 2 Wölfe, da ist es. Okay, wir dürfen das. Ja, jetzt kommt der von hinten auch noch, natürlich. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, dachte ich mir. Wir sind hier nicht ganz richtig. Außer durch die Höhle kommen wir da hinten hindurch. Naja gut, aber das werden wir uns dann im nächsten Part mal ein bisschen genauer ansehen. Bis dann.